www.haus-rika.de. Hallo und herzlich willkommen zum nicht perfekten Video, aber natürlich mit den perfekten Outfits. Und heute sind wir ganz super schon Anfang vom Herbst, also mit schöne Farbe, tolle Schnitte. Und heute alle liebe Grüße an der Fanclub von Red Button da draußen. Heute gibt's ein dickes, fettes Red Button Video. Also die Hosen, die sitzen einfach super. Wir haben ganz viele neue da. Und ihr wisst ja, die gibt's auch bei uns im Online-Shop. Da könnt ihr sie auch anschauen. Da sind die schön bebildert. Und da könnt ihr sie natürlich auch bestellen. Aber wenn ihr natürlich noch ein Oberteil oder Beratung braucht oder so, dann ist das natürlich gar kein Problem. Dann ruft einfach an oder schreibt eine WhatsApp oder eine E-Mail. Kommt vorbei und so weiter. Also das wird irgendwie klappen. Irgendwie erwischen wir uns. Auf alle Fälle. Oder? Auf alle Fälle erwischen wir uns. Sicher das. Natürlich. Egal wo ihr wohnt, ob ihr in Deutschland sonst irgendwo sitzt oder in Österreich oder in der Schweiz, das ist kein Thema, wir sind da. Ja, und wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, zwecks Schnitte, Größe, wie sitzt die Hose, brauche ich da, ich bin zwischen zwei Größen, brauche ich tendenziell eine kleinere, eine größere, das ist kein Problem, wir kriegen das hin, wir haben da einen großen Erfahrungsschatz und Reichtum, ja, also wir sind stark in der Hosenberatung, in viele andere Dinge natürlich auch. Aber da seid ihr bei uns ganz bestimmt an der richtigen Adresse und da freuen wir uns natürlich. Ja, also wie gesagt, heute gibt es die verschiedensten Formen von Red Button. Die gibt es von Größe 34 bis Größe 46. Es gibt aber Modelle, wo man tendenziell immer eher die Nummer kleiner braucht. Also die Red Button, die haben ja auch die Tessie erfunden. Die zeigen wir euch heute natürlich auch noch. Die gibt es in neue Farben. Aber wir können euch hier natürlich nur einen Ausschnitt von den Red Button zeigen, ja? Also, die werden uns natürlich jetzt immer wieder in den Filmler begrüßen, aber jetzt ist die Auswahl am größten. Wer schnell ist, bekommt natürlich gleich seine Tessie aufs Auge oder auch eine andere Form. Also, wie gesagt, viele neue Varianten, auch für Frauen, die ein bisschen litten. Es gibt einfach die verschiedenen Figuren. Manchmal sitzt der Bobbes, manchmal sitzt an den Schenkel oder an der Wade oder man hat dünne Oberschenkel, dafür sitzt der Bauch. Also wir kennen uns da mit jedem Zöhnchen gut aus und es gibt keine Problemzonen. Ja, einmal, das schmeiße ich jetzt mal hier in den Raum. Gell? Es gibt nur schöne Zonen. Also, jetzt fange ich aber trotzdem an, bei meinen Oberteilen, ich zeige mich mal komplett. Ja. Sieht das nicht cool aus? Super cool. Das gefällt mir voll. Mhm. Tolles Outfit. Ich finde das mega und ich richtig schön. Verknallert, dass ich das Grün in meine Schuhe wiederhole. Zeig. Ha? Tatsächlich. Perfekt abgestimmt. Das ist doch der Hammer. Auch dieses Grün begrüßt uns im Herbst, ist aber nach wie vor dann auch noch Thema im Frühjahr, auch in der Schuhmode, ja? Deshalb traut euch gern an dieses Grün ran, es begleitet uns noch die Folgesaisons auf jeden Fall. Ja, jetzt fange ich mal an. Also ich konnte jetzt einfach nicht widerstehen, ich musste mir dieses passende Täschchen noch mit umhängen. Mhm. Ja, also gerade hier die kleinen Bags, die sind ja gerade wirklich, die braucht man einfach in verschiedene Farben, auch gerne in Knallfarbe, hier in dem tollen Grün mit dem Reißverschlüssel, da passt rein, was man braucht. Man braucht ein Handy, man braucht ein bisschen Kohle, wenn man dann hier loszieht, gell? Und ein bisschen Taschentuch oder so. Liebe Stiefel, das brauchen wir gar nicht. Wir sind schön, wie wir sind. Gell? Also, da konnte ich jetzt nicht widerstehen, weil das einfach hier auch zum Schuh so wunderbar passt. Gell? Und das Täschchen kostet? Na, sehr gut. 29,99 Leder. Ja? Also, ich habe mich jetzt hier in einen tollen leichten Pulli geworfen. Auch hier die Pullis kriegen Weite, ja, wie die viele Hosen, nicht alle Hosen. Also ihr kriegt, wie ihr jetzt bei mir ausseht, ihr kriegt nach wie vor auch die schmalen Hosen natürlich, aber hier haben wir einfach ein bisschen Stimmung im Pulli, ein bisschen weit von Itchy, 49,99, super Preis, cooler Pulli, geil, sieht gut aus. Ja. Ja. Ich habe den jetzt seit vorne ein bisschen umklappt, weil die Hose einen Gürtel mit dabei hat. Okay. Jetzt tue ich ihn mal runter, dann seht ihr es. Der hat hier noch einen Bund. Gell?
Aber wenn ich jetzt hier der Gürtel habe, finde ich das immer nicht so. Dann kann man den einfach, also ich habe das jetzt so gemacht, so, einfach hier, zuck, ein bisschen hochklappen. Ja, der bleibt da auch. Super. Geil, ist doch schön, oder? Wow. Cooles Teil für mich. Oder? Echt? Sehr cool. Doch, das gefällt mir. Also, ich sage jetzt Preis haben wir schon gesagt. 49,99. Also, ich finde es einfach cool. Sorry. Also. Ja, ich drehe mich nochmal. Ja, einmal drehen. Und ich, weiter geht's. Genau, weiter geht's mit dieser. Also, ich finde es immer schön, unter Pullis mal noch Bluse drunter zu tragen. Gerade den Lagerlook. Und hier habe ich jetzt ganz praktisch einfach mal Bobbes verdeckt. Ja, weil das ist so Longbluse von Itchy, also tolles Basic-Teil. Hier guckt dann natürlich auch einfach die Manschette vorne raus, das sieht immer gut aus. Ja? So mache ich den Pulli einfach edler. Nimm dem ein bisschen die Sportivität, mache ihn ein bisschen edler und schicker. Ich tue jetzt mal die Bluse raus, damit ihr seht, wie lang die ist. Okay. Das ist nämlich echt eine Longbluse. Man kann es natürlich, wenn man das cool findet, auch so tragen. Gell? Aber da würde ich dann den Gürtel rausmachen. So, schaut. Also das ist echt eine schöne, lange Bluse. Sehr, sehr schön. Und du hast jetzt Größen, Bluse und... Ach so, ich trage eigentlich, in Pulli trage ich ja M. Okay. Und in der Bluse 38. Dann wissen wir das jetzt auch. Gut. Genau. Das ist also echt super schön und angenehm. Also, und jetzt zu meiner tolle Red Button. Die ist doch, die ist schön. Ja? Also, im Winter ist natürlich jetzt auch erlaubt, das Winter White oder im Herbst. Also, man darf auch Helligkeit an die Hose tragen, auch im Spätsommer, im Herbst. Dann, das ist gar kein Problem. Seht ihr hier eine tolle Form, die sitzt. Ich habe da jetzt Größe 36 an. Das ist genau richtig. Ja, also ich schwank ja dann schon manchmal bei den Hose zwischen 6 und 38, aber die sitzt. Hey, die sitzt wie eine Eins, Leute. Das muss ich echt sagen. Und da gehört der Gürtel auch dazu. Finde ich richtig cool. Gell? Seht ihr? Sehr, sehr schön. In der Hose inbegriffen. Genau. Und hier, das ist ja auch ganz klug gemacht von den Red Buttons, diese Naht hier. Bringt ein bisschen Stimmung, macht es ein bisschen sportlicher und verschlankt. Ja? Also ist ein bescheißeres Nähtle sozusagen. Und ich habe sie jetzt gekrempelt und so wäre sie jetzt lang. Ja? Gut. Die sitzt, gell? Toll, oder? Toll. Und der Preis haben wir schon gesagt? 69,99 haben wir schon gesagt, aber ich sage ihn gern nochmal. Gut. Und jetzt zu machen, meine Schuhe haben wir aber noch nicht hier, gell? Hier, aber jetzt, hallo. Zeig mal, mit dem Grün. Ich habe mich schon verliebt. Und ich laufe so toll. Also das ist wie ein Stoßdämpfer. Wir haben ja hier, ich verlasse kurz das Bild der Kamera. Ja. Also, hier. Dieser Bowden-Sneaker ist ein wahrer Traum. Ja, also, hier haben wir wieder die Korksohle, die Grenzsohle. Ich bin jetzt in diesem Schuh barfuß drin, weil ich mich mit dieser Korksohle super wohl fühle, barfuß. Ja, mein Fuß, der mag das. Das ist eine Wechselsohle. Also gar kein Problem. Und das Tollste finde ich, das ist so richtiger Wohlfühlrand. Puderweich, siehst du? Wie so Frutti. Ja, jetzt. Gell? Ja, cool. Und das ist natürlich auch ein Schuh, gell? Den kann man dann imprägnieren und dann wirklich auch ein bisschen Messe gerne anziehen. 119,95. Dieser tolle Schuh mit Leder und hier wieder ein bisschen Fischleder, charakteristisch für die Woden. Und pfiffig mit dem Grün. Ja, ich muss das sagen. Die Sohle auch grün? Ja. Toll. Ich finde den toll. Ja. Also, und passt einfach zum Modethema, haben wir ein bisschen die Wiederholung. Aber wenn ihr auch was anderes anhabt, könnt ihr den natürlich auch als Highlight mitnehmen. Jetzt habe ich viel zu lange geredet. Ich meine. Also, nicht schlimm. Weil wir die Red Buttons ja so lieben und mir, wie gesagt, die von Größe 34 bis 46 haben, sind wir heute ganz arg happy, dass die Elke gesagt hat, ha, ich komme und zeige euch die Red Button, die mir am besten gefallen. Und dann machen wir das doch einfach, jetzt würde ich sagen, an diesem Sonntag herzlich willkommen, liebe Elke. Und die nächste Runde. Genau, hi Elke, ich wollte schon sagen, top die Wette gilt. Super, du jetzt hier, zack und im Bild. Ja, super.
aber in einem tollen Outfit. Man hat ja heute das Thema Red Button, gell? Weil wir ja da so viel tolle neue Hose gekriegt haben. Und Elke ist auch so ein heimlicher Red Button-Fan, gell? Weil die immer passt. Gell? Das ist richtig. Ja. Nicht heimlich, unheimlich. Genau. Sie gehört auch zum unheimlichen Fanclub sozusagen. Genau. Ja. Aber auch jetzt hat Elke hat bei den Red Button meistens 42 an, gell? Also auch tendenziell eher die kleinere Größe bei Red Button bei dir. Gell? Und wir fangen jetzt aber an bei den Oberteilen, weil das sieht doch wunderschön aus. Ja, eine tolle so Chiffon-Bluse und wir haben da Elke noch ein tolles Baumwollteil drüber geworfen in der gleichen Farbe. Das könnte man jetzt auch drunter oder drüber tragen. Ist eine sehr leichte Qualität. Das kannst du, genau, tu es mal runter. Das ist von 49,90, wenn ich mich richtig entsinne. Muss ich schon noch mal prüfen. Nein, 59,90, Entschuldigung, nehme alles zurück. Mhm. Das ist nämlich von Alma und Lovis, also Fairtrade-Oberteil. Also wirklich ganz tolle, hochwertige Baumwolle. Und hier seht ihr, also das ist so ein bisschen überschnitten, hinten ein bisschen länger. Also das sitzt wunderschön. Also ganz, ganz tolles Shirt, ja. Tolle Qualität. Ja, gibt es auch in andere Farben noch. Und zwar, jetzt muss ich schon wieder, mein Gott, heute wieder, Mann, alles fällt mir aus dem Hirn. In Schwarz auf jeden Fall. Gell? Okay. Das ist ja dann immer, finde ich, ein sehr guter Artikel. Das schönes Basic. Ja, geil, ein tolles Basic, wo einfach über den Schnitt geht. Ja. Super, wunderschön und in dem rauchblauen Traum. Und jetzt zu unserer tolle Chiffonbluse wieder hier von Zenzi. Also ihr wisst ja, um das kurz nochmal in den Raum zu werfen, Zenzi fängt bei S an. S ist aber von 42 bis 44. Dann haben wir M, 46, 48. Ja, und dann kommt L. Das wäre dann die Größe 50 quasi, ja? Na, also das ist für mich immer ein Hirnknoten. Aber es ist ein bisschen, man muss, hat Erklärungsbedarf, weil halt S im L drin steht. Aber wenn man es weiß, relativ simpel. Ja. Okay? Mhm. Und es sieht wunderbar aus. Eine tolle Bluse von 59,90, tolle Farbe. Also da kann man wirklich auch von der Hose her spielen. Man kann eine Jeans dazu tragen, man kann eine helle Hose dazu tragen. Also gar kein Thema. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser wunderbaren Red Button Hose. Ja. Und zwar ist das nicht, also die sitzt ja an dir sagenhaft von 69,99. Sehr bequem, gell? Unheimlich bequem und macht Spaß da reinzuschlüpfen, weil man gleich das Gefühl hat, die gehört mir. Richtig, gell? Und das ist ja ein bisschen elegantere Hose, also ist ein bisschen der Schwarzklassiker. Es ist eigentlich so ein Stoffhösle, muss man sagen, ja? Aber es ist einfach der Klassiker, den wir im Schrank eigentlich braucht. Ja. Und es ist halt toll, den gibt es von 34 bis 46, den Klassiker, der hat eine tolle Länge und sitzt einfach perfekt. Magst du mal umdrehen, genau wie sie. Ich muss jetzt schon deinen Popes ein bisschen freilegen, da kommt der Zettel noch raus. Also sitzt wunderbar, hat ein bisschen eine Beinweite und unter ist sie auch ein bisschen weiter geschnitten. Also klassischer Schnitt, aber sieht toll aus. Darfst du wieder umdrehen, genau, Elke. Und dann haben wir dir gesagt, Mensch, du darfst auch heute den tollen Boden-Sneaker präsentieren. Ah. Ja, also der fängt jetzt einfach den schönen Naturton auf, den wir in der Bluse drin haben. Ja, und die Elke dürfte jetzt den Schuh mit ein bisschen der höheren Sohle anziehen. Ja, auch hier, guck, genau, die hat hier so ein bisschen verspielt im Sohlenbereich, hat Mesh, Leder von 129,99. Auch hier die wundervolle Korksohle innen drin. Ein super schöner Schuh, der passt irgendwo auch immer und ist was Besonderes. Gell? Ja. Nicht zu viel und nicht zu wenig, oder? Gell? Ivan Fifi, sagen wir. Also, wenn es so Spaß macht, würde ich sagen, du darfst jetzt nochmal dein Outfit switchen und ich switch heute auch mal nochmal. Ja? Dass ihr dann nochmal zwei Red Buttons zu Gesicht bekommt, oder? So machen wir das. Elke, komm, ihr zwei. Tschüssi. Hallo. Hi, Elke. Geil, bei uns ist einfach auch immer in der Pause lustig. Ja, sehr lustig. Also wirklich. Also wir haben uns jetzt hier, also die Elke so wie ich, haben uns jetzt in Sweaties geworfen. Also passend zu den Red Buttons, ja. Das Sweaty ist der Hammer, was du anhast. Es bringt ein bisschen nur schick rein mit den Satinbändern. Die Länge ist cool. Für 69,99 ein echtes Highlight, finde ich. Ja? Also richtig lässig. Richtig lässig. Mhm. Toll.
drehst du mal rum, genau, dann sehen wir mal, mit Kapuze, Love steht da drauf. Das sieht also echt wunderschön. Ja, cool mit den Taschen. Die Länge ist auch lässig. Es ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Und hier haben wir wieder ein Zensi-Produkt, also von S bis L. Und wie gesagt, S startet bei 42. Ist aber, finde ich, so Oversized-Teil. Das kann auch eine 40er-Dame oder 38er. Also ich würde das so auch wunderbar finden. Ja. Ich finde es lässig. Sag doch mal, was für eine Größe habe ich jetzt? Du hast S natürlich an. Ja. Natürlich trägt die Elke immer S, ja, bei uns. Ja, und das hört sich doch gut an. Ich finde das Konzept super. Ja, richtig. Man muss es halt wissen, weil manchmal, wenn man dann durch die Ständer geht und sieht, S weiß man ja eh nicht, aber da passt es. Super, ja. Gell? Also wir können auch bei jedem, der das dann möchte, der Zettel hinten noch näher. Gell, das muss sie. Ich trage ja. S. Ich trage S. Miep, miep. Genau, und du trägst eine wunderbare Tessi dazu. Juhu, jawohl. Die neuen ersten Tessis sind da. Ja, und die sitzt ja super. 42 trägst du da. Ja. Du liebst sie auch. Also eine lässige Hose hier in dem tollen Anthrazit. Mhm. Ja, also wer sie haben will, muss immer schnell sein, weil die sind echt immer der Knaller. Soll ich mal den Bund? Ja, zeig mal den Bund. Genau. Richtig. Und es ist ja eigentlich die Tessi eine Schlupfhose. Eine sportive Schlupfhose. Die hat oben schon den Tunnelzug, gell? Und auch einen Gummizug. Genau. Also richtig schön. Auch mit den Reißverschlüssen. Und hinter hat sie die Gesäßtasche. Also trotzdem, genau, drehst du mal. Genau, du hast ein bisschen weiter auf. Genau. Perfekt. Also, super, Elke. Guck, und die Elke, die hat uns dann noch die zwei andere Farben mitgebracht, die jetzt nicht schon neu sind. Da, genau, einmal als Jeans. Richtig toll, da ist ja auch ein richtig klasse Klassiker. Ja. Mhm. Immer super. Und dann ist sie noch in dem tollen Khaki auch ganz frisch gekommen. Oder in dem Schlamm, also ist ja ganz khaki, ist ja ganz so neuerer grünlicher Ton. Ja, sieht sie auch toll aus. Super. Und da sieht man einfach oben, gell, den Gummizug. Die sitzt, ja, ist bequem und sieht lässig aus. Toll, Elke. So gut. Ja, und wieder mit deinen neuen Sneaker. Mhm. Ein Traum. Wow. So kannst du jetzt gleich wieder losziehen. Ab die Push, gell? Okay. Richtig schön. Also, Mensch, toll, die Red Buttons, Elke. Mhm. Vielen Dank. Ja, gell? Jetzt switche ich mal kurz ins Bild und wir können uns dann nachher noch mit zusammen ins Bild käse. Ha? Das machen so wir. Machen wir es, gell? Also, jetzt dann machen wir einen flotten Wechsel. Und zwar habe ich mich auch in ein schönes Sweetie geworfen, passend zu einer schönen Red Button. Ja? Also ich habe ein cooles Sweetie an von der Life and Kicking. Also richtig, ich finde, das ist so richtig, gell? Das ist doch ein Kuschelteil, oder? Traumhaft. Okay. Gell? Ganz klasse. Gell? Aber die Farbe ist toll und mal hier eine andere Lösung. Ich sehe nichts mit den Haaren. Also, und da guckt man, ist doch süß gemacht, oder? Gell, gefällt dir? Ha? Sehr gut. Und das Schöne ist ja, das Schöne. Darf ich mal? Ja, bitte. Ah, Flauschi, Flauschi, Flauschi. Fertig machen. Genau, Flauschi, Flauschi. Ja, also hat aber ein bisschen hier die Weide an den Armen. Sehr, sehr cool. Und so ein Sweatchen muss man auch immer, es muss es in Grau auch einfach geben. Das ist so ein Klassiker in den Sweatshirt. Gell? Wie gesagt, 69,99. Sehr, sehr cool. Ja, ich trage da jetzt M. Das passt auch wunderbar, finde ich. Da fühle ich mich wohl. In einem Sweatshirt braucht man Raum, um sich frei zu fühlen. Also richtig schön gemacht, finde ich. Und Rosé passt immer. So, jetzt ziehe ich es aus. Und zwar trage ich nämlich drunter nochmal was entlang auch. Ja? Und hier, also es wird jetzt halt einfach stark zum Thema zu den Kulotz oder die weitere Hose. So ein bisschen ein engeres Teil mal in der Rib-Optik. Ja? Hier habe ich jetzt alles an von Molly Bracken. Das sind ja die Franzosen bei uns im Hause. Mit ein bisschen Ringel von 49,99. Und hier der klassische Knopfleiste, das finde ich eigentlich echt, finde ich cool. Fällt mir gut. Ja, ist echt so ein Klassiker, den dürfte auch nie weggeben. Muss im Schrank drinnen liegen. Ja? Und hier, jetzt zu meiner Red Button. Also Red Button kann auch Culotte. Cool, und zwar nicht so mega mäßig übertrieben, sondern eine sanfte Form. Und zwar ist die hier also schön schmal.
Bei mir ist es jetzt ein bisschen verkürzt. Aber bei der einen oder anderen Frau ist sie auch in der Länge ganz relativ, also normal. Und dann ist das wie eine tolle Marlene-Hose auch. Diese Jeans von 69,99. Man betrachte bitte Frau Kameramann, ja. Ja, Entschuldigung. So, mach's aber betrachten. Die Begeisterung steigt mir zu Kopf. Jetzt? Ja. Also hier haben wir die offene Kante, die aber gesichert ist durch eine Naht. Und hier die tolle Waschung, einfach ein bisschen ein Highlight. Und diese Hose, die ist auch innen, also die, das ist, ich finde das einfach, ne, das sind so Kleinigkeiten. Ja. Ja, dass ihr hier noch ein bisschen der Leo habt oder hier drinnen dann. Das ist einfach, die ist toll und bequem, Mensch, die ist super. Ja, also da braucht ihr auf jeden Fall auch eine Nummer klein. Die fällt ein bisschen größer aus. Also die ist jetzt bei mir, da habe ich noch Raum. Gell? Also sehr cool wieder mit meinem Sneaker. Fühle mich Pudel oder Elke, das super. Ist doch super. Wirklich, ja. Geil, so können wir losrennen mit unseren Red Buttons. Ja? Also wir könnten euch jetzt noch mehr Hosen zeigen, aber ihr müsst einfach vorbeikommen oder anrufen. Wir beratet euch da natürlich am Telefon, aber zeigt euch dann natürlich jetzt im Laufe der Saison die anderen Red Buttons. Immer wieder sonntags bei uns im Filmchen. Also, und jetzt dann vergesst nicht am 25. September unseren verkaufsoffenen Sonntag mit einem Mobs-Event, Foodtrucks, Hüpfburg, eine große Straßenmodenschau hier draußen mit allen Models live mit uns. Also da ist Rampa, Zamba, da müsst ihr der ganze Van vollpacken, da kommt ihr vorbei. Gell? Also, tolle Sektbar, also da, ja, also das dürft ihr eigentlich nicht verpassen. Und sollte es euch gefallen haben, dann abonniert uns doch. Da würden wir uns auch freuen. Schreibt einen Kommentar. Wir sind für euch da. Ruft an, was auch immer. Und jetzt sagt man einfach mal Danke. Genießt euer Leben, euer Sonntag und lasst euch gut gehen. Wir schicken euch eine dicke Umarmung und sagen bis zum nächsten Sonntag. Oder Elke? Gell? Wir werden uns wiedersehen. Gell? Tschüss. Ciao. Tschüss. We fashion you up. Mode war gestern, Fashion ist heute. Fashion und Schuhe für Damen und Herren. Modehaus Rieker in Süßen.